Die Großglockner Hochalpenstraße ist ein Monument großer Ingenieurskunst. Sie führt in 36 Kehren über die Alpen. Rund 900.000 Menschen befahren sie pro Saison. Doch nur wenige wissen, wer sie geplant hat und erbauen ließ. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Nein. Muss ich passen. Keine Ahnung. Nein, weiß ich leider auch nicht. Tut mir leid, kann ich auch nicht damit dienen. Es war Franz Wallack, aber dazu später mehr. Beginnen wir in der Kaiserzeit. Der Bau des südlichen Teils der Straße geht auf kaiserlichen Besuch vor 160 Jahren zurück. Welche Majestäten besuchten damals den Großglockner? Ich sag doch, jetzt wird's peinlich. Nee, keine Ahnung. Nee. Das war mit dem Kaiser Franz Josef irgendwas zu tun. Aber genau weiß ich auch nicht, das war nur jetzt eine Vermutung. Ich glaube, Franz Josef, Kaiser Franz Josef hat die Straße gemacht. Kaiser Franz, ja, Franz, ja, Franz Josef. Ja, ja. Da drüben auf dem Felsen! Ihre Majestäten Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth begaben sich im Herbst 1856 auf eine Reise nach Kärnten, um dem zweithöchsten Berg der Monarchie ihre Aufwartung zu machen. Ja, das war damals so. Der Großglockner war nur der zweithöchste Berg der Monarchie, der höchste war der Ortler. Aber der gehört ja nicht mehr zu uns. Naja, es ist eine andere Geschichte. Am 6. September 1856 trafen sie hier in Heiligenblut ein. Am 7. September 1856 mussten sie um 3 in der Früh aufstehen, danach um 4 Uhr in der Früh in die Messe und um 5 Uhr in der Früh ging es dann los mit einer kleinen Entourage von nur 118 Mann. Der Kaiser meist zu Fuß, voran die Kaiserin hoch zu Ross und das Ganze nach einem eng getakteten Zeitplan. Pferde und Berge waren offensichtlich die Leidenschaften der jungen Majestäten. Was ist Majestät? Geil, mit Kraxel die Ahnung. Ja, es war so, die waren natürlich zu der Zeit auch beide noch jung. Und der Kaiser Franz Josef als Gamsjager natürlich sicher auch gut auf die Füße. Aber man hat natürlich da eine richtig große Expedition gemacht. Man hat ganz bestimmt, nehme ich an, die Wege vorher gut hergerichtet, damit man da einen guten Eindruck macht. Der Alpenverein nutzte die plötzlich entstandene Bekanntheit von Heiligenblut und plante gleich eine Bergstraße zum Fuß des Großglockners, quasi auf den Spuren der kaiserlichen Hoheiten. 1905 wurde sie eröffnet und Kaiserin Elisabeth Glocknerstraße benannt. Ausweichstellen gab es damals keine. Ja, das ist richtig. Wir waren natürlich eine einspurige Straße, aber es war jetzt so, dass ja da in der ganzen Saison ca. 20 Kraftfahrzeuge die Straßen benutzt haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemandem begegnet, war eh relativ gering. Die Kaiserin Elisabeth Glockner Straße bildete die Basis für die touristische Weiterentwicklung. Franz Josef und Elisabeth mussten den weiten Weg großteils zu Fuß bewältigen. Anfangs konnte Elisabeth noch reiten, damit war es aber bald vorbei. Da musste auch sie bergsteigen. Auf anspruchsvollen Abschnitten, wie zum Beispiel auf der Bösen Platte, wurde sie getragen. Der Gletscher der Pasterze war auf seinem Höchststand und reichte 1856 bis hierher. Es war eine gefährliche Expedition. Über diese böse Platte wurde Kaiserin Elisabeth in einem Tragsessel, also quasi in einer Gebirgssänfte, getragen. Sachte, sachte, soll sie gerufen haben. Das haben die Einheimischen womöglich missverstanden. Sachte, sachte. Und das war im Wortschatz der Heiligenbluter jetzt natürlich nicht unbedingt vorhanden. Aber bei uns gibt es ein anderes Wort, das heißt Sorchen. Und das sagen wir als ein etwas unschöner Ausdruck für Pinkeln. Und dann hat eben der Chefbergführer angeblich gesagt, Mann, da bleibt stehen, die Kaiserin muss sorgen. Der Kaiser schritt selbstverständlich todesmutig zu Fuß voran. Drüben gab es dann eine Frühstücksjause, kalte Speisen, eine Milch. Dass der Kaiserschmarrn hier entstanden sein soll,
Das ist ein Schmoren. Den lassen wir den Ischlern. Elisabeth wollte dann auch nicht mehr weitergehen. Sie blieb hier mit Graf Grünne zurück. Schon bald wurde auf allerhöchste Bestimmung dieser Platz dann zur Elisabeth-Ruhe. Naja, klingt ja auch viel besser als Bretterboden, ne? Der Großglockner, der dominanteste Berg der Ostalpen, zog schon zu Kaiserszeiten viele Städte an. Sie hatten nur ein Ziel, den Gipfel. Der Kaiser sah ihn nur von unten. In Heiligenblut entstand eine neue Berufsgruppe, die Bergführer. Die Bergsteiger zu Kaiserszeiten sind gleich gekleidet gewesen. Die Leute waren früher zufrieden, die Aloden, da darf man sich täuschen. Also das ist mindestens so warm, als wäre gar nicht gesagt. Was ein Nachteil ist, wenn ich jetzt nass wärst, wenn es regnet, bis ich wieder da trocken ist, das dauert wahrscheinlich eineinhalb Tage. Für viele junge Männer wurde dieser Berg zu einer wichtigen Einnahmequelle. Also ein Bergführer hat für eine Glocknertour so viel verdient wie ein Knecht im Jahr. Also das war richtig ein gut bezahlter Verdienst, also ein gut bezahlter Job, den er da gemacht hat. Nur waren das natürlich auch sehr wenige Führungen, die sie gemacht haben. In der Nacht bestiegen besonders wagemutige Bauernburschen den Gipfel des Großglockners, um die Kaiserfahne zu hissen. Als der Kaiser darauf aufmerksam gemacht wurde, soll er sich besorgt geäußert haben über die Gefahren, denen sich die Bergsteiger aussetzten. Um 9 Uhr Vormittag ist der Kaiser dann hier heroben angekommen. Offensichtlich unter schweren Verlusten, denn er hatte nur mehr 41 Mann in Begleitung. Dieser Platz hier hieß früher Hoher Sattel und wurde mit allerhöchster Erlaubnis in Franz Josefs Höhe umbenannt. Naja, vielleicht finden wir heute noch irgendein Platzl, das wir nach unserem Fernsehkaiser Robert Heinrich Höhe benennen könnten. Vielleicht finden wir sogar noch einen Seifenstein. Ja, man muss das Kaiserliche hier in den Hohen Tauern und an der Glocknerstraße natürlich auch mit einem gewissen touristischen Humor begleitet betrachten. Es wird auch ein bisschen verkitscht. Es gibt sozusagen Schießbudenfiguren, Statuen, alles Mögliche mit mehr oder weniger künstlerischem Wert. Aber es ist wichtig und die Gäste und unsere Besucher, immerhin 900.000 im Jahr, im Sommerhalbjahr, die stehen da drauf. Zur Feier der glücklichen Besteigung wurde natürlich sofort eine Flasche Wein geöffnet. Ahne für 42 Leid. Jedenfalls das Glas, aus dem seine Majestät nippte, hat sich der Döllacher Wirt Peter Ortner behalten und wie eine Reliquie verehrt. Viele wollten es ihm abkaufen, hergeben hat er es nie. Naja, um 12 Uhr sind dann alle wieder wohlbehalten in Heiligenblut angekommen. Der Kaiser natürlich als Erster. Hat sich wahrscheinlich keiner überholen traut. Ne? So, Abstieg! »160 Jahre nach diesem denkwürdigen Besuch ist die Anziehungskraft der Kaiser Franz Josefs Höhe enorm. Neben den Auto- und Motorradtouristen, die wie der Kaiser die Ansicht des Großglockners genießen, kommen viele Bergsteiger. 200 Jahre nach der Erstbesteigung bezwingen über 5000 Menschen pro Jahr den Gipfel. Tendenz steigend. Einen Bergführer zu engagieren, gewährleistet Sicherheit. Ich bin seit 1959 Bergführer und bin inzwischen so zwischen 350 und 400 Mal auf dem Glockner gewesen. Ich zähle es nicht genau mit, wie oft ich oben war, aber ich bin jetzt über 20 Jahre Bergführer und da kommt schon was zusammen. Also so
denke mal 250 Mal wird es schon sein oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das kann ich nicht genau sagen. Ja, ich bin seit 1975 Bergführer und war so ca. 180 Mal oben. Gott sei Dank, immer alles gut gegangen. Herrgott, danke. Glockner war ich 32 Mal und auf dem Wiesbachhorn 25 Mal. Also das habe ich aber ziemlich genau gezählt. Das ist eine Rarität, wenn man ein Bergführer ist. Das macht ja nicht jeder. Das kann ja nicht jeder. Das muss man kennen. Man muss es lernen und dann muss man es kennen. Das ist eine Gefahr zum Bergsteigen. Da muss man jederzeit aufpassen. So wie beim Autofahren. Direkt hier an der Glocknerstraße befindet sich der legendäre Mankai-Wirt. Herbert, du bist zwar noch nicht so lange da, dass du dem Kaiser noch begegnet wärst, aber doch schon eine Zeit. Ja, ich bin mit 12 Jahren von daheim weg und 1970 das erste Mal schon im Sommer, also über 40 Jahre schon herum am Berg. Also ich kann manchem was erzählen und natürlich in meiner Freizeit mit den Murmeltieren aufgewachsen. Und dieses Murmeltier hat sich dich nicht eingetreten, sondern du zähmst sie, du ziehst sie auf? Ja, ich habe immer, wenn ich im Gelände herum war, so Findelkinder, wenn die mehr Junge haben und da ist ein schlechterer dabei, dann verstoßen sie. Die habe ich mitgenommen, habe es aufgezogen mit dem Flascherl, Heidenarbeiter unter dem Hemd versteckt. Also mein Puls, die Wärme und so gewinnst du das Vertrauen der Tiere. Uns ist aufgefallen, dass relativ viele Murmeltiere auf der Straße herumrennen. Ganz interessant ist, wenn es eisig ist in der Früh, durch die Frost in der Nacht, strahlen sie natürlich Salz, weil das gefährlich ist für die Autos. Und da schlecken sie herum, das ist irrsinnig. Und da kann man hinfahren bis zu einem halben Meter, der geht nicht weg, er reagiert auch oft falsch. Darum sage ich, liebe Autofahrer, wenn ihr da auffahrt und ihr seht das, passt auf. Fahrt ganz langsam vorbei, weil er könnte so reagieren, dass er wieder ins Auto reinrennt und das war schade. Apropos Straße, wieso heißt die Kaiserstraße eigentlich Wallackstraße? Weil der Kärntner Landesbeamte Franz Wallack 1923 den Auftrag bekommen hat, eine Straße mitten durch das Hochgebirge zu planen. In der Weltwirtschaftskrise erfolgte 1930 der Startschuss. 3200 Menschen arbeiteten bei diesem Projekt unter schwierigen Bedingungen mit. 5 Jahre später wurde das Bauwerk eröffnet. Ich kann nur sagen, dass wer heute über die Glocknerstraße fährt, hat wohl keine Ahnung von den Schwierigkeiten, die da zu überwinden waren, bis diese Straße entstehen konnte und bis sie fertig war. Zwei sehr selbstbewusste Männer, heute würde man sie Alpha-Tiere bezeichnen, trieben dieses Megaprojekt voran. Der damalige Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl und der Planer Franz Wallack. Bezüglich der Trassenführung waren sie unterschiedlicher Meinung. Franz Rehrl wollte eine gerade Transitstraße, um möglichst schnell von Salzburg nach Kärnten zu gelangen. Dafür wären viele Tunnelbauten erforderlich gewesen. Franz Wallack dachte damals schon an eine spätere touristische Nutzung der Straße und hielt am Plan mit 36 Kehren fest. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Kurt Schweiger enger Mitarbeiter von Wallack und hat vieles von ihm aus erster Hand erfahren. Ja, und da natürlich letzten Endes haben sie sich da so zusammengestritten. Der Rehrl hat sich überzeugen lassen, weil der Hofhut hat ihm dann praktisch bewiesen, wie teuer das gekommen wäre, seine Version, Rehrl seine Version. Und dann hat er eben nachgegeben und die Glocknerstraße so gebaut worden, wie der Hofhut Wallack wollen hat, wie sie jetzt praktisch da ist. Hofrat Wallack wollte die schönste Straße bauen. Ich glaube, es ist ihm gelungen. Viele Architekturexperten und die internationale Fachwelt sehen das ähnlich. Er wollte in erster Linie nicht der Natur den Rang ablaufen. Er wollte in die Hohen Tauern, hier in die Hochgebirgswelt, die Straße bestmöglich einfügen. Ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen. Und das ist auch der wahre Wert dieser Großglockner Hochalpenstraße hier in einer ganz besonderen Hochgebirgswelt. Sie fügt sich ein und sie nimmt nicht der Natur den Rang. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in touristischer Hinsicht. Ja, der Hofrat Wallack, das war bestimmt ein genialer Planer.
In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts war diese Straße in erster Linie eine Transitroute Richtung Süden und nicht so sehr ein Ausflugsziel, so wie heute. Deshalb wollte der findige Hofrat sie auch im Winter möglichst lange offen halten. Es war halt wegen der Maut, ne? Also ließ er sich einen brillanten Werbegag einfallen. Und rein zufällig war eine Wochenschaukamera dabei. Franz Wallack als Weihnachtsmann. Wenn es die Witterungsbedingungen und Schneeverhältnisse einigermaßen zuließen, suchte er am Heiligen Abend seine Mitarbeiter auf. Im Jeep ohne Schneeketten ging es bergauf. Alle mussten an diesem Tag Dienst machen und freuten sich sichtlich über die Weihnachtsgeschenke. Dreimal ist es Franz Wallack gelungen, die Straße mit seinem BMW Cabrio zu überwinden, um pünktlich am 24.12. die Geschenke zuzustellen. Auch hier waren selbstverständlich Pressefotografen dabei. Ich war im 55er, 57er Jahr und 63er Jahr, als da mit seinem offenen BMW gefahren, offenes Dach oben, Christbaum, hat Geschenke ausgeteilt an jeden und mit den herzlichsten Weihnachtswünschen, das war der. Und nachher natürlich, die Leute sind dann auch entsprechend spät heimgekommen zu ihren Familien. Ne? Franz Wallack wollte die Straße im Frühjahr möglichst schnell wieder befahrbar machen lassen. 350 Männer schaufelten bis zu 70 Tage lang Schnee. Das dauerte ihm zu lange und deshalb hat er in den 50er Jahren den Rotationspflugsystem Wallack entwickelt. Diese Geräte sind heute noch im Einsatz. Die Dauer der Schneeräumung wurde auf durchschnittlich 15 Tage verkürzt. Ich bin immerhin schon 37 Jahre dabei, eigentlich 37 Schneeräumungen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie meine erste oder zweite Schneeräumung war. Da hat es am 2. Mai 2 Meter Neuschnee gegeben. Und da waren wir dann eine ganze Woche eingeschneit. Da haben wir natürlich unsere Tagesbeschäftigung war, oder früher frühstücken, ein bisschen Karten spielen, Mittagessen und warten, bis das Wetter wieder besser wird, dass wir wieder mit der Schneeräumung weiterfahren können. Die Großglockner Hochalpenstraße ist meistens von Anfang Mai bis Ende Oktober befahrbar. Einer hat alle wesentlichen Passstraßen Europas mindestens einmal befahren. Seine Beurteilung fällt eindeutig aus. Naja, verglichen mit anderen Passstraßen in ganz Europa kann man der Großglockner Hochalpenstraßen reinen Gewissens das Prädikat beispielhaft geben. Sie ist einmalig, sie ist oft nachgeahmt worden. Man hat probiert, so etwas Ähnliches zu schaffen, zum Beispiel am Sustenpass in der Schweiz. Es ist auch was Schönes geworden, aber Glocknerstraßen, diese geballte Schönheit und Eleganz gibt es kein zweites Mal in Europa. Entlang der Straße befinden sich 20 Ausstellungen und Informationszentren, wie hier zum Beispiel im Parkhaus auf der Franz-Josefs-Höhe. Das ist wahrscheinlich die höchstgelegene Oldtimer-Ausstellung Europas. In diesem Steyr 100 haben die beiden Straßenbaupioniere Wallack und Rehrl 1934 zum ersten Mal das Tauernmassiv mit einem Auto überquert, ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung. Eine Bergstraße in einem Nationalpark, das ist ein historisch gewachsener Widerspruch. Die Straße war zuerst da. Die Gründung des Nationalparks Hohe Tauern wurde erst 1971 beschlossen. Das Verhältnis Straße und Nationalpark kann ähnlich wie die Beziehung Wallack und Rehrl betrachtet werden. Man hat sich arrangiert und respektiert sich gegenseitig.
Der Nationalpark Hohe Tauern, auch Dachgarten Europas genannt, bietet viele Informationsmöglichkeiten entlang der Straße an. Wie im Wildpark Verleiten, unserer vorletzten Station. Hier wird das Leben unter Wasser in Gebirgsbächen gezeigt. Wir haben ja sehr oft Schülergruppen, die wir auch führen. Und manche Kinder sind dann ebenfalls sehr überrascht, was da unter Wasser lebt. Und sind dann manchmal so erschrocken, weil unter dem Mikroskop dieses Tierchen natürlich um Vielfaches vergrößert ausschaut. Die ganze Angstschreie ausstoßen und sagen, da gehe ich nie mehr rein in den Bach, wenn ich gewusst hätte, was da lebt. Da steige ich nicht mehr rein. Bis einmal einer dann wieder ohne Mikroskop zeigt und sagt, schau, wie klein ist das Lebewesen. Das konnte ich gar nicht beißen, auch wenn es wird. Dann sind sie wieder beruhigt. Und da ist oft einmal zum Lachen natürlich, weil die erste Überraschung im Mikroskop dermaßen extrem ausfällt für diese Kinder. Beim Kilometer Null der Glocknerstraße wird es wieder kaiserlich. Bad Fusch war in der Monarchie ein mondäner Kurort. Heute ist außer den Quellen davon nichts mehr zu sehen. Brigitte de Maas hat mit großer Leidenschaft alles Wissenswerte zusammengetragen. Sie richtete sogar eine Sonderausstellung in ihrer Mühlauer Säge zum Thema Kur in Bad Fusch ein. In Bad Fusch war die Hochblüte um 1900 und da war das Grand Hotel Valguni und daneben ein zweites Hotel noch vom Flatscher, das Hotel Post. Im Grand Hotel war das ganz exklusiv, da gab es auch ein Billardzimmer, ein Musikzimmer und sogar einen Tennisplatz, so einen Law-Tennisplatz haben sie da gemacht. Und ein Schwimmteich, alles war vorhanden. Kurorte gab es zu Kaiserzeiten viele. Was war das Besondere an der Kur in Bad Fusch? In Bad Fusch hat man eine Nachkur genossen, da kam man von Bad Gastein, die Kur war ja anstrengend in Bad Gastein und hier konnte man sich erholen davon. Und dann ist man wieder in die Stadt gefahren, erholt von der Kur. Nachkur, haben Sie den Begriff schon einmal gehört? Eine Kur nach der Kur. Warum sollte so etwas notwendig sein? Naja, vielleicht, wenn man bei der Schonkost ein bisschen zu oft zugegriffen hat. Oder weil man so heftig mit dem Kurschatten geflirtet hat, dass der Ehegatte brutal worden ist. Oder vielleicht, weil man das mit der Trinkkur missverstanden hat. Bad Fusch war einmal ein mondäner Nachkurort. Freilich nur für Aristokraten und Großbürgertum. Naja, sowas hat es halt nur in der Kaiserzeit gegeben.